Willkommen zurück zu Spellforce 3, Soulharvest. Wir müssen mit Reis sprechen, erst noch, wegen dem Ritual und so Sachen. Ne? Und dann schauen wir weiter, was dann passiert. Wir haben ja letztes Mal so ein paar Ideen aufkommen lassen über die komische, diese Gang oder diese Gruppierung, die ja da mit den komischen, ja, also wo ja diese Anführerin da ja verdorben ist und dieses Yaku da, ja, also Teil von Yaku ist. Und ja, wir schauen mal, wie wir das alles beheben. Da sind wir. Endlich. Wir haben getan, was ihr gesagt habt. Scheint, als hättet ihr recht gehabt. Der Intellekt hat die zwei von euch beschriebenen Leichen an sich genommen. Wovon redet ihr, Wirt? Ja, ich bin gerade auch ein bisschen hart verwirrt. Eigentlich habe ich erwartet, dass ich mit Reis spreche, aber waren wir irgendwie nicht. Wovon redet ihr? Oh, Moment. Ihr seid nicht? Hier ist euer Geld. Ihr könnt gehen. Moment. Ihr seid Skadar? Mein Freund hat mir gesagt, ihr könnt gehen. Verdammte Amateure. Wow. Okay, das hat mich hart verwirrt, aber jetzt verstehe ich. Worum ging es da gerade? Er hat Körper erwähnt. Den Intellekt? Mein Sohn und meine Frau, ja. Ich habe sie nie wirklich bestattet, nachdem der Blutbrand sie mir genommen hatte. Ich habe diesen Narren und seinen Freund angeheuert, um einem Gerücht nachzugehen. Offenbar hat der Intellekt vor kurzem damit angefangen, die betroffenen Dörfer zu durchsuchen. Sie nach was zu durchsuchen? Leichen. Für Nekromantie und Studien. Anders gesagt, dienen mein Sohn und meine Frau jetzt wahrscheinlich dem hohlen Vater als untote Sklaven. Was wollt ihr tun? Nichts. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Ihr habt mir nie gesagt, wie eure Familie gestorben ist. Weil es nichts zur Sache tut. Sie sind tot. Und ich hätte sie retten können, wenn ich nicht so ein Narr gewesen wäre. Mehr müsst ihr nicht wissen. Warum habt ihr sie nicht bestattet? Ich hatte keine Zeit. Außerdem konnte ich damals nicht klar denken. Ja, das ist schon verständlich. Es tut mir leid, das zu hören. Es ist schon gut. Wie auch immer, ihr seid vermutlich wegen des Rituals hier, richtig? Ja. Seid ihr bereit, es durchzuführen? Das bin ich. Sagt einfach Bescheid. General. Wow, was war das denn für ein Rap? General, yeah. Okay, cool. Ich schulde mir immer noch eine Erklärung. Ja, wollen wir das so weit? Ja, komm. Ihr schuldet mir immer noch eine Erklärung dafür, was in Kalabrok geschehen ist. Wer war Siaed? Und was hat sie mit dem Tod eurer Familie zu tun? Und ich hatte schon gehofft, ihr hättet das vergessen. Gut, ich habe euch schließlich die Wahrheit versprochen, nicht wahr? Ich kann es euch erzählen, aber es ist nicht gerade eine aufheiternde Geschichte. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass ihr Besseres zu tun habt. Ich will meine Verbündeten kennen. Ich habe euch in Kalabrok geholfen, also könnt ihr mir wenigstens sagen, worum es da ging. Wie ihr wünscht. Aber lasst uns woanders reden, wo weniger Leute sind. Okay. Dann machen wir das. Aber danach bitte das Ritual, ja? Ihr habt sicherlich vom Blutbrand gehört, oder? Nun ja, ich weiß es, ja, also ich schon, ob mein Charakter davon gehört hat, das ist immer noch eine andere Sache, aber ja, ich weiß das, was das war. Vor allen Dingen, was die verschiedenen Ideen, was es war, was es sein könnte und wie es gefixt werden könnte, war auch, ja, bis es dann am Ende rausgekommen ist, dass es eigentlich nur die Mutter von Tahar war, die ein Lied gesungen hat und das dann eben Nebenwirkungen hatte.
Ne, aber ja, ich weiß, was der Blutband war. Ja. Gut, dann wisst ihr ja auch, dass er nur die befallen hat, die nicht magisch begabt waren. Ich habe euch in Lar schon gesagt, dass meine Frau und mein Sohn am Blutbrand gestorben sind. Was ihr jedoch nicht wisst, ist, dass ich es hätte verhindern können. Ich dachte, Zyaid wäre schuld gewesen, aber sie hatte recht. Es ist meine Schuld. Um es kurz zu machen, als der Blutbrand das erste Mal auftrat, habe ich ihn nicht als das sehen wollen, was er war. Während der Rest unseres Dorfes floh, zwang ich meine Familie zu bleiben. Und als die Krankheit eine Woche später zuschlug, geschah alles unglaublich schnell. Ich habe es nicht bemerkt, da ich ein Magier bin und es mich nicht traf. Aber als ich aus dem Laboratorium nach Hause kam und mich meine Frau Jarobe und mein Sohn Atros an der Tür begrüßten, waren ihre Augen bereits angeschwollen und sie brannten vor Fieber. Wie waren sie, Atros und Jarobe? Anders als ich. Atros war erst 7, als er starb. Aber er kam nach Jarobe. Gutherzig und optimistisch. Ich habe nie verstehen können, wie sie so sein konnte. Sie hatte die Hölle durchgemacht, aber sie ließ sich davon nicht unterkriegen. Ich weiß bis heute nicht, was sie in einem Pessimisten wie mir gesehen hat. Ich verstehe sie. Ihr seid intelligent und gütig. Was lässt euch denken, ich sei gütig? Ich weiß es nicht. Ihr habt einfach so etwas an euch. Ihr seid sehr zurückgezogen, aber ich kann es trotzdem spüren. Wenn ihr das sagt. Was war euer Beruf? Ich sagte es bereits. Ich war ein Magus des Intellekts. Ein Gelehrter. Ja, aber wie habt ihr eure Familie versorgen können? Forschung allein bringt kein Essen auf den Tisch. Im Reich schon. Wenn man Teil des Intellekts ist und der Rat die Richtung der Arbeit für wertvoll erachtet, wird er für einen sorgen, solange man diese Forschung verfolgt. Das haben Zyaid und ich in dem Dorf getan. Die Natur von Leben und Tod studiert. Wie kam es, dass euer Sohn nicht in einer Kommune lebte? Weil wir nicht in Kalabrok lebten, sondern in einem kleinen Dorf an der Küste. Die meisten Kinder dort werden zwar ebenfalls ab einem gewissen Alter in die Kommunen von Kalabrok gebracht, aber es gibt Ausnahmen. Warum seid ihr nicht mit den anderen geflohen? Ich habe Jarobe gesagt, dass die Gerüchte nur abergläubischer Unsinn seien. Eine Krankheit, die sich über ein Lied im Wind verbreitet. Nonsens. Aber das war nicht die ganze Wahrheit. Nein. Vor allem habe ich es ignoriert, weil ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt war. Ich habe mich nur für meine Arbeit interessiert. Meine Experimente. Ich stand kurz vor einem Durchbruch. Und wenn ich das Laboratorium verlassen hätte, wäre alles umsonst gewesen. Also habe ich die Gefahr kleingeredet und bin geblieben. Die nächsten 2 Wochen habe ich ihnen beim Sterben zugesehen. Und ich konnte nichts dagegen tun. Nichts. Mein ganzes Leben hatte ich die Natur von Leben und Tod studiert. Aber sie vergingen direkt vor meinen Augen. Ihr seid ein Magier. Habt ihr versucht, sie zu heilen? Natürlich habe ich das. Aber es war zwecklos. Und auch wenn ich versucht habe, mir etwas anderes einzureden, wusste ich das auch schon in dem Moment, in dem ich die Tür geöffnet hatte. Nicht schön. Und dann habt ihr mit dem Reich gebrochen. Ich habe mit niemandem gebrochen. Ich bin einfach nur vor allem geflohen. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht einmal mehr klar daran. Es sind nur verschwommene, wirre Eindrücke. Ich muss mindestens einen Mond in meinem Haus verbracht und mich um meinen Verstand getrunken haben. Als ich endlich wieder zu mir kam, lag ich in einer verlassenen Fischerhütte irgendwo in den Sümpfen, verdreckt und voller Insektenstiche. Das muss nur wenige Wochen vor eurer Begegnung mit Tahar gewesen sein, oder? Ja. Habt ihr jemals jemanden verloren, General? Jemanden, der euch die Welt bedeutet hat? Ja, da haben wir ja mal die Träume, aber Tahar verschließt sich da ja noch ein bisschen. Tahar, sag ich schon. Unser Hauptheld, Alrik, Ayelef. Ja, verschließt sich da ja noch ein bisschen. Ja,
dann wisst ihr vielleicht, wie sich das anfühlt. Diese Art von Schmerz vergeht niemals. Jeden Tag wandere ich durch diesen Nebel. Und auch wenn ich weiß, dass ich alleine bin, kann ich immer noch ihre Umrisse vor mir im Halblicht sehen. Sie erinnern mich daran, was einmal war. Und was hätte sein können, wenn ich sie nicht ermordet hätte. Cyaet war ebenfalls eine Gelehrte des Intellekts und wir haben im Laboratorium zusammengearbeitet. Nur ein paar Wochen bevor ich hierher kam, habe ich herausgefunden, dass sie in einem mit Blutbrand befallenen Dorf war, lange bevor die Krankheit zu uns kam. Und ich habe die Schuld von mir auf sie verlagert. Wenn sie mir nur gesagt hätte, wie gefährlich Blutbrand war, wäre ich mit den anderen geflohen. Habe ich mir gesagt, das war natürlich Unsinn. Und sie hatte recht. Ich habe die Warnungen ignoriert, selbst als sie so dringlich waren, dass sie gegangen ist. Und das nur, weil ich zu arrogant war, meine Forschung zurückzulassen. Ich habe meine Familie getötet. Ihr habt sie nicht getötet, Reit. Ihr habt nur einen Fehler gemacht. Am Ende kommt es auf das Gleiche heraus. Ich weiß, wir kennen uns kaum, aber dennoch, wenn ihr jemanden zum Reden braucht, bin ich für euch da. Danke. Aber ich habe noch nie den Sinn hinter solchen Gesprächen verstanden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass aller Finsternis auch ein Funken Hoffnung entspringen muss, dann ist meine eine Erkenntnis, die ich aus ihrem Tod erlangt habe. Am Ende sind wir alle alleine. Solange man etwas, das man nicht selbst kontrollieren kann, zu seinem Lebenszweck macht, wird man diesen unweigerlich irgendwann verlieren. Diesen Fehler werde ich nie wieder machen. Aber ich rede zu viel. Ich hoffe, ich habe eure Neugierde stillen können, General. Wir sehen uns auf der nächsten Mission. Ja, sehr tiefe Gespräche gerade. Eine nächste Mission ist aber, ich muss mit ihm ja in der Bibliothek, ne? Wir wollen jetzt das Ritual machen. Weil ich nicht automatisch zurückteleportiert werde und dann mit ihm das Ritual mache, das ist... Hätte man ja einbauen können. Aber nein, dann nicht. So, jetzt bin ich hier unten. Wow, okay, dann gehen wir halt den ganz langen Weg nach hier oben. Oh, General. Habt ihr einen Moment Zeit für mich? Ich würde gerne über etwas reden. Ich dachte... Ritual. Ich kann mir die Zeit für euch nehmen. Worum geht es? Also, ich wollte eure Meinung zu etwas einholen. Kadras, mein Bruder... Was denkt ihr über ihn? Achso, okay, jetzt haben wir noch hier Kadras. Ja, was denke ich über ihn? Ich meine, an sich weiß mein Charakter ja nur das, was er gehört hat und nicht das, was er erlebt hat. Denn Kadras an sich, ich fand Kadras eigentlich immer cool. Dass er natürlich einmal sich dann angeschlossen hat, der Reine des Lichts. Ja gut, ich meine, hat er ja auch erklärt. Die waren ja so Söldner und Söldner kämpfen halt für die bezahlen, ne? Also, ja, ist halt doof. Aber er sieht es ja auch als Fehler, den er gemacht hat. Ich sehe ihn eigentlich, er scheint vertrauenswürdig. Schwer zu sagen, aber er scheint vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig? Ich hätte nie damit gerechnet, das Wort und Kadras Namen im selben Satz zu hören. Wisst ihr, was ich daran seltsam finde? Ich glaube ihm. Ja, er versucht es hinter seinen Witzen zu verbergen, aber die ganze Geschichte darüber, dass er seine Fehler erkannt hat und sie wieder gut machen will,
Ich denke, er sagt die Wahrheit. Kadras hat sich verändert. Warum seid ihr da so sicher? All meine Erfahrung. Ich kenne Kadras und glaube, dass ich es merke, wenn er lügt. Und diesmal lügt er nicht. Belastet euch das? Ist das nicht eine gute Sache? Für unsere Pläne schon. Aber ich fühle mich damit... Nun, es stellt einige meiner Überzeugungen in Frage. Kadras war immer schon rebellisch, selbst als wir noch Kinder in den Kommunen waren. Wenn er nicht so ein hervorragender Krieger und geborener Anführer gewesen wäre, hätten ihn die Ältesten mehr als nur einmal ausgestoßen. Um es zusammenzufassen. Sein Verrat am Reich, seine Söldnertruppe, die Totenmänner. Nichts davon hat mich überrascht, nicht im geringsten. Auch nicht, dass er sich mit einem mordenden Fanatiker wie Lakaien verbündet hat. Er ist ein geborener Pragmatiker und ich war immer davon überzeugt, dass er auch als solcher sterben würde. Aber jetzt ist er hier und riskiert sein Leben und das seiner Männer für eine gute Sache. Eine gute Sache und vernünftige Bezahlung. Vernünftig ja, aber nicht annähernd so hoch, wie er einfordern könnte, wenn es ihm nur um Geld ginge. Macht euch nichts vor, General. Kadras Virtat ist hier, weil er es so will. Und so bizarr das selbst für meine Ohren klingt. Ich glaube, dass seine Absichten... Nun, wenn auch nicht direkt rein, dann doch zumindest aufrichtig sind. Und das ist doch gut. Ich stimme zu, dass es eine seltsame Entwicklung ist. So ist es. Aber ich frage mich, vorausgesetzt, so eine Wandlung ist tatsächlich möglich, wie löst man sie aus? Durch Willenskraft und bewusste Anstrengung? Durch gute Vorsätze? Ja, man skillt da rein in diese Fähigkeit. Das ist der Trick. Kadras ist gleich da draußen am Königsblick. Warum fragt ihr ihn nicht einfach selbst? Danke, aber ich habe keine Lust auf einen dummen Witz als Antwort. Außerdem haben wir nicht das beste Verhältnis, wie euch bereits aufgefallen sein könnte. Gute Frage. Ich schätze, alle Veränderungen beginnen im Kopf. Man braucht nur die Willenskraft, um sie durchzusetzen. Das beschäftigt euch wirklich sehr, oder? Darf ich fragen, warum? Oh, ich... Vergesst es. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, General. Ich weiß es zu schätzen. So, darf ich jetzt das Ritual vielleicht machen? General. Ah ja. Es macht keinen Sinn, das Unausweichliche weiter hinauszuschieben. Führen wir das Ritual durch. In Ordnung. Als ihr die Halle der Gerechtigkeit betretet, kommt ein unwohles Gefühl in eurem Magen auf. Teils Nervosität, teils Vorahnung. Ob es an der immensen Energie liegt, die der Stab abgibt, den Reit sorgfältig in bestickten Stoff eingeschlagen bei sich trägt, oder an der Bedeutung des Ortes. Ihr könnt es nicht mit Sicherheit sagen. Hier hat Rondar Lakaien Yaku in Gang gesetzt, indem er dem Gott des Lichts erlaubte, unsere Welt zu betreten. Und hier werdet ihr Yaku aufhalten. Na ja, gut, das zweite mit dem Aufhalten, da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Aber ja, zumindest versuchen wir das. Gut, ich denke, ich bin bereit. Dann tut es. Findet die Verdorbenen. Das werde ich. Bei Tiaras Atem. Diese Energie. Reit, könnt ihr sie sehen? Ich versuche es. Ja, ja, dort ist eine. Das ist sie, die maskierte Frau. Wo ist sie? Wo verstecken sie sich? Ich bin immer noch bei Noahs Klauen. Sie ist hier, General. Die maskierte Frau ist hier. Was? Was zur... Nein, nein! Sie entzieht... Ja! Eine reiche Ernte. Kümmert euch um sie. Träumer! Okay, damit haben wir Reis verloren, oder? Nee, haben wir nicht. Reis können wir noch bewegen und sowas. Ja, mach mal hier eine Viehkerne rein. Jetzt gilt es.
Das ist hart verwirrend. Irgendwie hat Reit nicht seine Seele verloren, aber wir können ihn immer noch steuern. Das verwirrt mich halt super hart. Wird schon schief gehen. Na dann. Oder ist es irgendwie gecancelt worden? Ich habe keine Ahnung. Erledigt sie. Ja, hier bitte. Mit die steuern? Nee, wir können nur unsere Leute steuern. Es muss getan. Wird schon schief gehen. Ich denke, wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Und der Jadestab ist fort. Aber nein, wie konnte sie in die Festung kommen? Und was hat sie getan? Das ist eine verdammt gute Frage. Sie hat die Energie aus dem Ritual in den Hort der Seelen umgeleitet. Das hat sie getan. Aber wie sie hier reingekommen ist, keine Ahnung. Eigentlich gibt es Schutzruhen, die verhindern sollen, dass jemand nach Belieben hier hinein oder heraus teleportiert. Es muss... Der Sichelmond! Sie sind in die Festung eingedrungen! Natürlich! Zur Königin! Schnell! Scheiße! Als ihr den Königsblick erreicht, herrscht dort Chaos. Drei Wolfsgardisten kämpfen unter dem Pavillon gegen zwei Träumer und eine Gruppe Soldaten ringt mit einem Mob von Seelenberaubten, die ihnen nachsitzen. Der Schrecken beschleunigt eure Schritte, als ihr Richtung Thronraum eilt. Zur Königin! Schnell! Eure Majestät! Sie sind tot. Was ist passiert? Kommandant Rinald. Er hat das Ritual sabotiert. Kommandant Rinald? Der Kommandant, der die überfallene Karawane angeführt hat? Er steckt hinter all dem? Hinter was? Redet mit mir, General. Was ist in der Halle der Gerechtigkeit geschehen? Eine Menge. Der Stab ist also zerstört? Und wir wissen immer noch nicht mehr über die Identität oder die Aufenthaltsorte der Verdorbenen? Nun, ich habe etwas gesehen. Aber die Erinnerung ist fort. Wir können nur hoffen, dass sie zurückkehrt. Und selbst wenn, die Energie des Stabs hat den Hort der Seelen bis an den Rand gefüllt. Was immer der Sichelmond damit vorhat, sie werden es deutlich früher angehen können als gedacht. Und ihr habt sie hereingelassen. Ihr habt die maskierte Frau nach Grauschanze gelassen. Das stimmt, Eure Majestät. Das habe ich. Warum? Müsst ihr das wirklich fragen? Weil ihr mich zuerst verraten habt. Wartet. Geht es um den Vorfall auf der Goldenen Straße, weil die Königin euch degradiert hat? Degradiert? Sie hat mich weggeworfen. Ich hätte mein Leben für die Krone gegeben. Aber ihr habt mich weggeworfen wie ein altes Paar Stiefel. Und das nur, weil ich einen einzigen Fehler gemacht und die Karawane unbewacht gelassen habe. Die Goldene Straße war nicht euer erster Fehler. Wir machen alle Fehler. Allerdings bringen sie einigen hier in diesem Raum eine Position in der Wolfsgarde ein und anderen einen Platz in der Gosse. Oh je, so eine Tragik. Anders gesagt, war eine vorgezogene Pension gut genug für euch, um uns an den Sichelmond zu verkaufen? Ich hätte euch an eine Horde Untoter verkauft, wenn sie mir dasselbe Angebot gemacht hätten. Die maskierte Frau ist mir scheißegal. Genau wie die Verdorbenen oder dieses dämliche Yaku. Ich habe das getan, weil ich diese verdammte Festung brennen sehen wollte. Und sie waren meine beste Chance darauf. Bewusstlos. Was nun, Eure Majestät? Sagt mir, wenn ich damit falsch liege, aber mir scheint, als wären wir so richtig im A. So richtig erledigt. Noch nicht. Zunächst müssen wir uns um die Angreifer kümmern. Teleportrunen sind nicht allzu weitreichend, also muss sich die maskierte Frau noch in der Nähe befinden. Möglicherweise in einem Versteck des Sichelmondes. Sie könnten in der Nähe von Graufurt ein Lager aufgeschlagen haben. Wenn das so ist, könnten wir sie noch stellen. Sie und den Hort der Seelen.
Mobilisiert die Garde so schnell wie möglich und macht euch auf den Weg zur Goldenen Straße. Wir werden währenddessen dafür sorgen, dass alle Attentäter erledigt werden. Verstanden. Wir werden nicht versagen. Oha. Das ist jetzt komplett nach hinten losgegangen. Aber so richtig. Was mich auch verwirrt hat, wir hatten hier irgendwie zwei Fähigkeiten die ganze Zeit da, die wir nicht einsetzen konnten. Mal sehen. Mir gefällt das mit der Leiste hier oben nicht. Beziehungsweise ich hätte gerne, dass man hier einfach viel mehr Leisten hat. Gibt es einen Mod, wo man das theoretisch einbauen könnte? Das wäre natürlich ganz schön. Wo man mehr Leisten hätte. Also es gibt ja Steam Workshop, aber dann deaktivieren sich die Achievements, wenn man das benutzt. Aber man hätte da oben dann mehr Leisten, weil ich finde das doof mit den zwei Leisten. Ich muss mal gucken, ob ich das mache. Ja, das war ja richtig gut. Würde ich sagen. Also, es sah so aus, als würde Katras jetzt auch seine Seele verlieren, weil das ja mit den anderen immer passiert ist. Aber das ist scheinbar nicht passiert. Sah so aus. Was immerhin ganz gut ist, weil Katras. Reis! Es geht um Reis und nicht Katras. Lol, dass ich die mal verwechsel. Sind aber beides Brüder. Reis meine ich natürlich. Und ist aber auch ganz gut, dass er seine Seele nicht verloren hat, weil das Ding ist, wir haben ihn hier halt auch gut ausgerüstet jetzt. Und wäre schade, wenn wir dann ihn als Charakter verlieren, weil ich glaube, seine Rüstung kann kein anderer tragen. Ne? Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir den Gegenschlag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.